habe so meine Zweifel daran, dass das mal eine Kapelle, überhaupt eine Kirche gewesen sein soll. Kleines Chateau, als wäre das ein Chateau gewesen. Man hat zwar hinten die Apsis, also diesen halbrunden Anbau, aber das kann eben so gut ein Turm gewesen sein. Schauen wir uns diese Geschichte jetzt also mal von innen an. Wie ich schon sagte, ist das hier niemals einfach die Kapelle gewesen. Das ist was ganz, ganz anderes. Aber in dem Gebäude hier in der Mitte, das ist die Kapelle. Also das Gebäude enthält eine Kapelle. Und hier gucken wir dann auf jeden Fall mal nach. Das interessiert mich auf jeden Fall, aber jetzt gucken wir erstmal hier drin im Gebäude. Eine kleine Kapelle gewesen. Dieser Raum hier, das ist die Kapelle, und rechts und links, und die ist hier reingebaut, also hier reingesetzt. Das Gesamtgebäude ist keine Kapelle und auch keine Kirche gewesen. Das ist eine ganz, ganz eigenartige, spannend, spannend. Trotzdem, zu denken gibt mir aber Folgendes. Wir haben hier die Öffnung und hier vorne ist die Kante des Vorbaus. Und deutlich zu erkennen ist, dass hier davor das Erdreich locker ist, dass es an anderen Stellen vielleicht sogar noch besser, deutlicher wird es vielleicht hier. Hier habe ich schon mal einen Stein rausgenommen. Und ich denke, das geht hier davor ebenfalls nach unten rein. Aber klar. Hier ist es ebenfalls hohl, also
da. Das geht hier noch weiter. Also es sieht mir ganz so aus. Es sieht mir ganz danach aus, als wäre diese Kammer hier neu hier reingebaut worden in einen viel größeren, in einen älteren, viel größeren Hohlraum. Denn hier geht es doch, hier geht es richtig runter. Da. Da geht es richtig tief runter. Und das ist nicht einfach bloß frisch angeschüttet. Der Hohlraum hier unten ist viel, viel größer. Das zum Beispiel, hier kann man gut sehen, dass die Deckplatten alter Sandstein sind. Also hier, das, was hier davor liegt, offenbar ist dieser ganze viel größere Hohlraum mit Platten abgedeckt. Fest steht, dass das hier unten sich weiter fortsetzt. Wir werden das mal wieder zumachen. Das war also St. Hippolyt. Ach, ein fantastischer Platz hier oben auf so einem Plateau in den Bergen.